Ja. Aua! Mann! Und jetzt? Hallo? Hä? Was bringt mir das denn? Hm, okay. Kann man also hochklettern, ja? Ich traue mich trotzdem nochmal da rein, wo die Bienen waren. Das ist, Scheiße, fuck. Scheiße, fuck. Will er mich verarschen? Wieso? Okay, da war aber so. Da war aber sonst irgendwie keine Tür, ne? Und hier war. Okay. Lag hier noch irgendwas? Alte Zeitungen, Zeitschriften, anscheinend die meine. Gibt's nichts Besonderes? Ah, Moment. Hier können wir was tun. Aber was? Na, schau mal einer an. Was ist das denn? Da ist eine Leiter. Hinuntersteigen? Wir sind mal so wagemutig und gehen einfach mal runter. Willkommen in Mount Massive Asylum. Hey, Black Mesa. Ich schau mal eben. Ja, super. Wir haben natürlich gar keine Waffe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da ist wieder eine Kiste. Noch eine Kiste. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Naja. Mit den Kisten müssen wir, glaube ich, irgendwas tun. Ja. Probier das mal. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Wir haben ja noch so viele Rätsel, die wir noch lösen müssen auch. Die Spinne müssen wir ja wahrscheinlich auch noch erledigen da oben. Das. Da brauchen wir, glaube ich, die andere Kiste auch noch. Ach ja, waren das noch Zeiten mit Resident Evil 1? Wahnsinn. Schieberätsel mit Kisten. Und man hat ja auch damals gar keine Hilfe gehabt, was das anging. Also nicht so wie jetzt, wo man dann im Stream einfach mal anmacht und die Leute fragt, ey, könnt ihr mir mal helfen? So wie gestern das. Das hat mir echt gefallen, dass ich ihm helfen konnte. Der gestern da war. Ich bin jetzt einfach mal so wagemutig. Wieso vibriert hier mein Controller? Lalalala. Was? Richard. Hey, Richard. Was macht der denn hier? Chris. Na, hat ja viel geholfen, dass wir ihn gerettet haben, ne? Nur mal so als Info. Ah, geh weg! Geh weg! Hallo? Ja, toll. Sackgasse, super. Finde ich ja toll. Nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. Ja, toll. Wir sind gleich tot.
Fuck, 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 lauf! Warum läuft... Oh! Warum läuft er denn nicht schneller? Und wo müssen wir hin? Uah! Lauf! Natürlich! Ja, toll! Uah! Ich bin mal so mutig. Oh oh. Oh oh. Ist da eine Tür? Oh. Diese Psychomusik. Die macht einen voll fettig. Uah! Uah! Was? Bitte was? Bitte was? Da kommen wir noch niemals ran. Okay, Flammenwerfer war das Thema. Aber wo finden wir den Flammenwerfer? Na toll, super. Jetzt sind wir wieder zu den Haien raus. Mann, so eine Kacke. Scheiße aber auch. Mann. Ja, super. Das heißt, hier kommen wir erstmal gar nicht weiter. Was stand denn hier? Die Tür ist verschlossen. Auf der Tür steht das Wort Hochspannungsraum. Na super. Kacke, kommen wir hier gar nicht weiter, ne? Ja, ja, ja. Das war jetzt aber echt unfair. Ciao, macht's gut. Prost. Ja. Ich würde sagen, wir... Was war hier nochmal gewesen? Achso, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das heißt ja, wir müssen ja quasi den Flammenwerfer erstmal finden, um da an die, bei der Pflanze vorbeizukommen. Ja, da ist eine Leiter. Hinaufsteigen. Willkommen am Leitersimulator. Tja, scheiße. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe echt keinen blassen... Was haben wir denn hier? Rotes Buch. Bandage with Blood. Aha. Ein Buch mit rotem Einband. Die Seiten sind leer. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Hm. Ja, wo soll ich das wissen, ob da eine besondere Verwendung gibt? Ich weiß es doch auch nicht, keine Ahnung. Wieso fragt er mich das? Scheiße, verdammte Axt. Ist hier was drin? Nee. Uah! Was war hier? Gibt es hier noch irgendwelche... Ja, die Tür war zu, ne? Tür ist verschlossen, auf der Tür steht die Galerie. Ja, okay. Ist schon sehr lange her, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also bei mir verlassen mich jetzt gerade meine Gedanken von Resident Evil. Wo ich jetzt als nächstes hin muss. Ach, ich weiß, wofür die Kiste ist. Da kann man wahrscheinlich da drüber klettern dann. Ah, ohne angegriffen zu werden. Glaube ich. Hoffe ich mal, dass es dafür ist. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das Buch muss in ein Bücherregal, okay. Ja, genau, dafür ist die Kiste, alles klar. Gut, dann wissen wir das schon mal. Das Buch muss in ein Bücherregal. Speichern wäre mal supi. Oder beziehungsweise heilen. Ist Teil eines Rätsels. Mhm.
Oh, erhielt eine Mischung aus grünen und blauen Kraut. Na, Halleluja. So, dann schauen wir mal. Wir haben ja, glaube ich, noch. Erste-Hilfe-Spray, genau. Dann werde ich die Pistole wieder ablegen, das Gewehr wieder mitnehmen. So. Puh. Ja, ich werde, glaube ich, nochmal das Messer mitnehmen. Das Messer. Sehr schön. So. Und nur im allernötigsten Fall würde ich sagen, benutzen wir die Flinte, weil sonst kommen wir hier nämlich jetzt keinen Schritt weiter. Okay, das Buch muss in ein Regal. Dann schauen wir mal, wo haben wir denn ein Bücherregal gehabt? Ich überlege gerade. War da nicht gerade in dem Raum, wo wir gewesen sind, ein Bücherregal? Was war denn? Hier drüben kamen wir nicht rein. Da war 001, ne? Da drüben war die Spinne. War da bei der Spinne ein Bücherregal? Nee, Moment, da haben wir Quatsch. Da haben wir ja das Buch gefunden. Uäh. Da haben wir das Buch gefunden. Das heißt, das Buch muss nicht unbedingt zwangsläufig in diesem Raum hin. Das glaube ich nicht. Das wäre zu einfach. Vielleicht bei Gisela. Vielleicht müssen wir nach Gisela. Gisela. Ich verlasse. Ist hier irgendwas? Nee. Ich verlasse mal die Räumlichkeiten und schauen wir mal draußen. War denn bei Gisela ein Bücherregal? War bei Gisela ein Bücherregal? Ich weiß das gar nicht mehr. Überall diese Türen. Ja, hi Mann, Bat. Komm zur Let's Play Live Show. 100. Folge. Bücherregal, Bücherregal. Oder müssen wir wieder zurück zum Anwesen? Ja, la 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 la. So. Ich weiß das gar nicht mehr. Mussten wir jetzt zurück? Ich gehe jetzt einfach mal ganz gemütlich zurück. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Puh. So. Gut, hier kann man ja eh nicht weiter. Da hinten die Tür, die war ja eh zu. Und der Fahrstuhl, das ist wahrscheinlich der eine Fahrstuhl, wo wir gesehen haben, dass der Strom abgeschaltet ist. Da geht es wahrscheinlich dann nur zurück. Die Frage ist jetzt, ist es richtig, wieder zurückzulaufen? Ich habe keine Ahnung. Aber wo war denn bitte ein Bücherregal? Das ist eine gute Frage. Ah je. Und haben wir eigentlich hier in dem Anwesen eigentlich schon alles geklärt? Haben wir da schon alles soweit entdeckt, was wir wollten? Was war denn mit der Tür eigentlich hier? Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist in der Tür eingraviert. Ah ja. Da hinten war das Badezimmer und der Balkon. Was ist das denn da hinten für ein Raum? Ist das der Balkon? Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Da hinten kommen ja die zwei Idioten, ne? Ach nee, da ist ja nur noch Bob. Den einen haben wir erledigt. Stimmt, Bob steht nur noch da rum. Prost zusammen. Na?
Hier war jetzt der Schrotflintenraum, da ist ja eh nichts mehr drin. Hi! Hi, Bob! Hier war das Badezimmer. Und hier war. Ach, das war. Ach, stimmt. War das nicht die Küche? Oder? Oder war das der Balkon? Ach nee, das war der Balkon. Stimmt, ja, ich vergaß. Richtig. So. Dann wollen wir mal ein bisschen das Haus durchsuchen. Ah, es gibt ja in einem Raum noch die zwei. Die zwei befallenen Idioten, die da noch rumlaufen in dem einen Raum. Mein Gott, war das noch Ladezeiten damals? Harry! Harry! Hallo, Harry! Harry, sei friedlich, Harry. Und steche ich dich ab. Dieser Harry immer. Der hat Mundgeruch mittlerweile auch schon. So, ich schau mal eben. So, wo waren wir denn jetzt? Die Tür haben wir immer noch nicht aufbekommen, ne? Oder? Nein. Und in den Keller kommen wir ja, glaube ich, erst zum Schluss. Das war doch. War das nicht so? Ja, da müssen wir ja die Dings einsetzen, ne? Stimmt, ja, richtig, ja, das war, glaube ich, die allerletzte Tür. Das ist die Tür zum Garten, das ist die. Hallo Freunde, bin jetzt auch wieder am Stissel, voll eingeschlafen, hatte letzte Nacht nur 4 Stunden Schlaf, Mann, Mann. Ja, Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. My name is Anna. Sehr nett, der Harry. Ja, das stimmt. Harry ist immer nett. Da ist immer noch eine Tür, die. Da sind immer noch Türen, die zu sind. An dem Kamin. Sind das alles die Helmtüren? Mit den Helmsymbolen? Ich glaube schon. Ich bin mir da gar nicht sicher mehr, was als nächstes anstand. Ob wir doch nochmal nach Gisela müssen? Gisela, Schätzelein. Oh, ich bin Gisela. Schätzelein Gisela. So. Da unten rechts war quasi die Küche, ne? Hier hinten war das Klavierzimmer. Entschuldigung, wenn ich so ein bisschen viel auf die Karte gucke. Aber sonst verlaufe ich mich hier wirklich. Das ist, ja. Ich hoffe nicht, dass uns da jetzt einer angreift in der Küche. Warum ist eigentlich die Küche im Keller? Wer denn heutzutage noch eine Küche im Keller? Ah, super. Das war so klar. Das war so klar. Das war sowas von klar. Gibt es denn hier irgendwas Besonderes? Die Tür ist von einer Seite verschlossen, natürlich. Ja, Halleluja. Geh weg, du stinkst. Du hast Mundgeruch. Geh mal zum Zahnarzt, du hast Karies. Uah. Das ist. Entschuldigung. Ich glaube, hinten rum war auch, glaube ich, nichts mehr gewesen. Das hat sich jetzt voll gelohnt. Scheiße, Mann. Und der mit der Tür geht mir auch auf den Keks, dass der nicht rauskommt. Oder sollen wir den mal rauslassen? Wo kommen wir denn da hin? Was ist denn das für. Ich gehe mal da lang, ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach rein. Hallo? Oh. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Ach, das war doch, glaube ich. Ja. Ich entsinne mich, da war was gewesen. La la la, hallo. Stimmt. Ja, hi Bob. Alles klar? Ciao. Oh. Da macht's jetzt Bumm, eigentlich.
Scheiße, fuck. Die ganzen Idioten stehen da hier noch rum. Ah, super. Wo kamen wir hier hin? Ich klapper nochmal so eben so ein bisschen das Anwesen ab. Um vielleicht Dinge nochmal... Ach, hier war ja auch noch was. Oh Gott. Da ist noch so viel, was wir zu tun haben. Das werden wir alles noch schaffen. Prost zusammen. Da war was? Wo war was? Ach so, in dem Schrank war was gewesen, ich weiß. Da war aber nur der Schlüssel, der zerbrochene, oder beziehungsweise der Schlüssel, den wir für den Friedhof brauchen, oder hätten gut gebrauchen können. Der ist also eigentlich sehr unwichtig. Wenn du den meinst, der da im Schrank lag. Auf der Fensterbank? Welche Fensterbank? Hey, wir haben hier das Vieh erledigt, warum ist es nicht tot? Ich schnall das nicht. Also wenn du das im Schrank meintest, wo gerade die zwei drin waren, wo das Bett war, der Raum, da war wie gesagt auf dem Boden, im Schrank lag halt dieser Schlüssel, den ich eigentlich nicht bräuchte. Geh weg! Geh weg! Okay, es geht nicht, das brauchen sie jetzt nicht. Ich wollte doch nur Kerzenlicht machen! Bei Bob, welchen Bob? Den ersten Bob oder den Bob gerade, wo der andere auf dem Boden lag? Oder der Bob, der da steht, wo die Flinte auch gibt? Weil das ist ja auf der anderen Seite. War hier was gewesen? Nur alte Möbel. Okay. Achso, hier war ja auch nichts mehr, ne? Ne. Ist auch so ein sinnloser Raum eigentlich. Gibt's nur Kerosin. Verdammt, Mann, ich komme nicht weiter. Scheiße. Hier gibt's nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Ich habe auch gerade gefurzt. Falls es dich interessiert. Ne, das mache ich lieber nicht. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Haus eigentlich so gut es geht abgeklappert. Außer die nächste Etage, die wir noch einmal uns angucken können. Das machen wir nochmal eben. Und auf der anderen Seite ist ja auch nichts mehr Großartiges, was wir da... Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol. Gut, das ist die Helmsymboltür. Warst du in der Residenz schon im Badezimmer? Nein, war ich noch nicht. Also nicht, dass ich mich entsinne. Also hier in dem Anwesen hier war ich schon im Badezimmer. Da haben wir ja den Schlüssel gefunden. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Geht kacken, Mann. Alter, das ist so unfair, wenn da zwei rumlatschen. Mann. Fuck. Toll. Hier kamen wir, glaube ich, jetzt auch nicht weiter. Hier war doch, glaube ich, auch nur Helmsymboltür, oder? Den Schlüssel haben wir schon genommen. Ja, Helmsymbol, okay. Na toll, jetzt muss ich... Ach, ich habe gar kein Medipack. Ja gut, dann werden wir jetzt sterben. Das wird passieren, denke ich mal. Eigentlich wollte ich die Flinte nicht benutzen, aber wir werden jetzt sterben. Denke ich. Er hat Fuck gesagt. Oh! Ja, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Das reicht nicht mehr für den anderen, habe ich das Gefühl. Ja, möchte ich mitnehmen. Ja, möchte ich. Ja, ich bin hier. Konsumer. Na. Hallo.
Wo bleibt er denn? Fuck. Hallo? Uah, uah. Wie er mal läuft. Scheiße, fuck, Mann. Kacke. Shit. Shit happens. Hi, G-Sveno. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zur 100. Folge. Ja, 24 Stunden Marathon-Stream heute. Uah! Ach, der steht immer da rum. Mann, geh weg. Geh weg, du Stinks. Eben kurz gucken, welche Räume wir hier haben. Da hinten wollte ich noch eine Tür abklappern, genau. Hasta la vista, Baby. So. Endlich haben wir sie weg, meine Güte. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Na super. Das heißt, da kommen wir erstmal gar nicht weiter hier. Also müssen wir wieder zurück zur Residenz. Gut, also, naja. Dann haben wir wenigstens hier einmal alles abgeklappert und können. Ach ja, Frank ist ja auch noch da. Hi Frank! Wieso ist er jetzt gerade aufgestanden? Frank! Grüß dich! Scheiße, Frank hat jetzt auch Tollwut. So. Wie kamen wir jetzt? Bam, 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 bam. Ach ja, wir müssen ja runter, ne? Genau. Was? Schau da mal vorbei. Konsumer, brauchst du eigentlich nur Ausrufezeichen und Werbung schreiben. Aber danke dir. Dann übernimmt der Nightbot so ein bisschen die Arbeit. So. Huch. La 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 la. Jetzt müssen wir mal wieder in den Garten rein. In den Garten, wo Adam und Eva rumlaufen. Mit dem schönen Apfel. Guck mal, lecker Buschkopf. Bob ist noch hier. Bob. Hier ist übrigens auch Bob am Stehen. Guck mal, da ist Bob. Hallo, Bob. Hey, ein Dolch. Cool. Hallo, Bob. Was macht der da? Hallo. Was macht der da? Also ich sehe da nichts. Ja, da müssen wir rein, genau. So. Fideralala, Fideralala, Fideralala. Das ist nicht nur Werbung für den YouTube-Channel? Wie? Hä? Was? Okay. Hashtag Reflex GER? Was ist denn das? Ich bin gerade verwirrt.